Wir werden geboren, wir leben und dann sterben wir. Das ist der Lauf des Lebens. Aber stellt euch mal vor, nachdem ihr gestorben seid, seht ihr Achira und alles, was euch erwarten wird. Plötzlich erwacht ihr erneut zum Leben, genau da, wo ihr einst gestorben seid. Mit anderen Worten, Allah gibt euch eine zweite Chance. Unvorstellbar, aber wünschenswert, oder? Dementsprechend würde man doch das Leben so führen, dass man Allahs Wohlgefallen erreichen könnte. Wusstet ihr, dass dies bereits einem Volk passiert ist? Es war das Volk von Bani Israel. Allah spricht auch im Koran über dieses Geschehen. Hast du nicht über jene nachgedacht, die ihre Häuser in Todesfurcht verließen, obwohl sie zu Tausenden waren? Allah sprach zu ihnen, sterbt! Dann machte er sie wieder lebendig. Wahrlich, Allah ist voll der Güte zu den Menschen, doch die meisten Menschen sind nicht dankbar. Die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam berichten darüber, wie der Gesandte Allahs über diesen Vers sprach. Es verbreitete sich die Pest in einer Ortschaft namens Dawardan. Die meisten Bewohner von dort flohen aus diesem Gebiet, um der Krankheit zu entgehen. Sie lebten außerhalb ihres Heimatdorfes und kehrten erst wieder nach Hause zurück, nachdem die Krankheit vorüberging. Die meisten Menschen, die im Dorf zurückblieben, starben an der Pest und sagten, so hätten wir es doch gemacht wie ihr, dann hätten wir alle überlebt. Doch jetzt wissen wir es besser. Im nächsten Jahr darauf geschah es wieder und die Pest brach erneut aus. Dieses Mal waren es sehr viele, die aus der Stadt weggezogen sind. Es waren rund 30.000 Menschen. Nur sehr wenige von ihnen sind in der Stadt zurückgeblieben. Die, die ausgewandert sind, lebten in einem großen Tal. Doch dann, durch den Befehl Allahs, riefen zwei Engel in dem Tal, sterbt, und alle 30.000 Menschen in diesem Tal waren auf der Stelle tot. Subhanallah, alle 30.000 waren von einer Sekunde zur nächsten tot. Allah umzäunte das Gebiet zum Schutz der Leichen vor Raubtieren. Erst nach wenigen Jahren kam ein Prophet namens Hizqil a.s. in diesem Gebiet vorbei und schaute sich die Leichen an. Als er sich fragte, was hier wohl geschehen sein mag, kam die Wahy von Allah subhanahu wa ta'ala. Willst du sehen, wie ich sie wieder lebendig mache? Hizqil a.s. antwortete, ja. So rufe, befahl Allah. Dann rief der Prophet, o ihr Knochen, Allah befiehlt euch, euch wieder zusammenzufinden. Und die Knochen schlossen sich wieder zusammen, sodass menschliche Skelette entstanden sind. Willst du, dass diese Knochen sich umhüllen? Hizqil alayhi salam erwiderte ja. Da befahl Allah subhanahu wa ta'ala erneut, so rufe. So rief Hizqil alayhi salam, o ihr Knochen, Allah befiehlt euch, euch mit Fleisch, Blut und Haut zu umhüllen. Und es geschah. Dann wurde dem Propheten Hizqil alayhi salam eingegeben. Willst du, dass diese Leichen sich wieder erheben, so wie sie einst gefallen sind? Da rief Hizqil alayhi salam zum letzten Mal, o ihr leblosen Körper, Allah befiehlt euch, euch wieder zu erheben. Und die Körper sind so auferstanden, wie sie einst gestorben waren. Alle Menschen, die tot waren, waren verwundert und sagten, ja Allah, der Preis sei dir und der Dank. Es gibt keinen Gott außer dir. Sie kehrten wieder lebendig zu ihren Leuten zurück, mit dem Bewusstsein, dass sie einst gestorben waren. Sie berichteten allen, dass sie tot waren und wieder auferstanden sind. Man sah den Tod noch an ihren Gesichtern und ihren abgetragenen Kleidungen. Ihr müsst euch das einmal vorstellen. Diese Leute sind gestorben, haben Jannah und Jahannam gesehen und haben eine zweite Chance erhalten, um alles besser zu machen. Solange Hizqil alayhi salam an ihrer Seite war, waren die Menschen in dieser Stadt gottesfürchtig. Doch wie jeder andere Mensch starb auch Hizqil alayhi salam. Es hat nicht lange gedauert, bis die Leute von Dawardan sich nach seinem Tod von Allah subhanahu wa ta'ala abgewendet haben und eine Götze namens Baal bauten, um sie anzubeten. Subhanallah, wir denken natürlich, wie kann man nur seine zweite Chance so dermaßen verspielen? Doch warum ist das Volk in die Irre gegangen? Allah subhanahu wa ta'ala hat in ihren Herzen die schlechten Eigenschaften aufgedeckt, um diese Fehler vor ihrem Tod zu ändern und gab ihnen somit eine weitere Chance. Doch sie haben ihre Fehler nicht erkannt. Und daher haben sie diese nicht verbessert. Allah hat uns mit gewissen Eigenschaften und Neigungen erschaffen. Unsere Prüfungen enden, nachdem wir gestorben sind. Diese schlechten Eigenschaften und Sünden müssen in diesem Leben beseitigt werden.
Aber wenn man diese nicht ändert, werden wir weiterhin diese Fehler ausüben. Egal wie viele Chancen wir in diesem Leben erhalten. Sogar wenn wir zu der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam leben würden, wären unsere Taten und Eigenschaften gleich. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht verbessern können. Wir müssen stets nach dem Wohlgefallen Allahs trachten. Und wenn man darüber nachdenkt, erhalten wir tagtäglich die Chance, uns zu verbessern, bevor uns der Tod ereilt. Solange du noch einen Atemzug hast, gibt es noch Chancen und Möglichkeiten, dich zu ändern. Also worauf wartest du?